Wolfgang Holbeins, der Ruf der Tiefen. Sie kommen aus den Tiefen der Meere und jagen jeden, der ihr Geheimnis gefährdet. Aber wenn ich es Ihnen doch sage, und das zum mindestens vierten oder auch fünften Mal. Gut, diesen zweiten Satz, sprach der graugesichtige Mann, der in einen schäbigen grauen Zirn gekleidet hinter einem kaum weniger schäbigen Schreibtisch saß und abwechselnd Janice und ihren Begleiter mit missmutigen Blicken, wenn auch unterschiedlicher Abstufung, maß, zwar nicht laut aus, aber das war auch nicht nötig. Sowohl sie als auch der nervöse junge Kartografenanwärter hörten es so deutlich, als hätte er es getan. Es gibt keinen Ort namens Maggotty und es hat ihn noch nie gegeben, jedenfalls nicht in Neuengland. Und zumindest nicht, soweit es in ihren Unterlagen steht, fügte Steve hinzu, was so ungefähr das Falscheste war, was er in diesem Moment überhaupt hätte sagen können, vermutete Janice, denn jetzt verschwand auch noch das allerletzte bisschen ohnehin nur berufsmäßiger Freundlichkeit von den grauen Zügen ihres Gegenübers. Als er antwortete, klang selbst seine Stimme wie das Rascheln von altem Papier. »In diesen Unterlagen steht alles, Mr.« Er unterbrach sich für einen Moment und nahm die Visitenkarte aus feinstem Büttenpapier auf, die Raiden ihm beim Eintreten gegeben hatte, um die in kunstvoller Fraktur gedruckte Schrift nicht nur deutlich länger zu studieren, als notwendig gewesen wäre, sondern die Karte auch mit spitzen Fingern zu halten, als hätte man ihn genötigt, etwas ganz und gar Widerwärtiges anzufassen. Mr. Raiden. Er sprach auf Steves Namen aus wie etwas, das er lieber nicht in den Mund genommen hätte. Daran zweifelt auch niemand, sagte Janice rasch, fügte ein kleines, verlegenes Räuspern hinzu, und wurde gerade noch des Wunsches Herr, Raiden einen mahnenden Blick zuzuwerfen. Es gab sicher eine Menge Gutes, was man über Steve Raiden sagen konnte, aber dass er ein guter Diplomat war, das gehörte nun wirklich nicht dazu. Sie hätte sich gewünscht, er hätte den Mund gehalten und das Reden ihr überlassen. Und wenn sie ganz ehrlich war, dann hätte sie sich sogar gewünscht, er wäre gar nicht mitgekommen. Auch wenn sie sich dieses Gedankens zugleich ein bisschen schämte. Steve, Mr. Raiden wollte gewiss keine Kritik an ihrer Arbeit äußern oder gar andeuten, ihre Akten seien nicht korrekt geführt oder unvollständig, sagte sie rasch. Sicherlich meint er dasselbe wie ich. Und was wäre das, Miss Land? Der hagere Mann versuchte jetzt nicht einmal mehr Freundlichkeit zu heucheln. Nach allem, was ich weiß, ist es wirklich eine sehr kleine Stadt, kaum mehr als eine Handvoll Häuser und eine Kirche an einer kleinen Straße, antwortete Janice vorsichtig, und wahrscheinlich ist sie auch schon sehr alt. Möglicherweise ist sie niemals wirklich als Stadt eingetragen worden, oder man hat ihr die Stadtrechte im Nachhinein wieder aberkannt. Ich habe gehört, dass so etwas schon vorgekommen sein soll. Natürlich kenne ich mich mit solcherlei Dingen nicht aus, aber... Sie ließ dem Satz ein verlegenes Lächeln folgen und ein angedeutetes Heben der Schultern und tat ihr Bestes, um möglichst hilflos auszusehen, doch die erhoffte Wirkung wollte sich nicht einstellen. Der graue Mann auf der anderen Seite des überladenen Schreibtisches sah eher noch missmutiger aus. Ihr so offen gezeigte Hilflosigkeit weckte nicht seine Beschützerinstinkte, sondern machte sie eher zum Opfer. »Ich weiß, was Sie meinen, Miss Land«, sagte er, seine linke Hand, die so dürr war wie eine Raubvogelklaue und so grau wie alles in diesem Raum, strich mit einem Geräusch wie Sandpapier über den Aktendeckel, den er so pedantisch im rechten Winkel zur Tischkante ausgerichtet hatte. Er hatte ihn nicht einmal geöffnet, seit sie hereingekommen waren, und Janice war überzeugt, dass er das auch weiterhin nicht tun würde, weil er seinen Inhalt einfach auswendig kannte, der aus akribisch geführten Listen und säuberlichen Tabellen, aus pedantischen Aufstellungen bestand, die vermutlich bis zu dem Tag zurückreichten, an dem der erste weiße Mann seinen Fuß auf diesen Kontinent gesetzt hatte. Nichts anderes hätte zu einem Mann wie ihm gepasst. »Sie haben recht, so etwas ist schon vorgekommen«, sagte er kühl.
Zweifellos gibt es etliche alte Siedlungen, die heutzutage auf keiner Karte mehr auftauchen und an deren Namen sich niemand mehr erinnert. Neuengland ist groß und alt und die Zeiten ändern sich so schnell, dass man es manchmal mit der Angst zu tun bekommt, den Anschluss zu verlieren. Es gibt alte Poststationen, Trapperhütten und Missionen und aufgelassene Farmen, deren Besitzer schon vor Generationen gestorben oder einfach weggegangen sind. Er seufzte tief und sein Gesicht nahm einen Ausdruck an, als spräche er über etwas unendlich Trauriges. Ich weiß das alles sehr wohl, Miss Land, und ich kann mich bis zu einem gewissen Punkt sogar in Sie hineinversetzen, dass Sie so denken. Aber genau für einen solchen Fall gibt es dieses Archiv. Menschen vergessen, aber was aufgeschrieben ist, das bleibt erhalten. Wolfgang Holbeins, der Ruf der Tiefen.